Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Bredrax Tested, in dem Fall Frozen Flame, und das ist unsere dritte Episode. Mal gucken, wie weit wir kommen, wie stark wir das Spiel entdecken können in der Folge. Ich hoffe ja mal, dass wir irgendwie weiterkommen, was die Skill Points oder die Frozen Flames angeht. Ich denke mal, dass die dafür da sind, um irgendwelche Skills zu geben. In der letzten Folge haben wir noch herausgefunden, wie wir Essen zusammen wurzeln, da schöne Sachen kombinieren. Da war was Nettes dabei. Mal gucken. Wir können noch nicht besonders viel tragen. Kampftechnisch sind wir auch noch nicht so stark. Wir haben so ein bisschen was an Rüstung bekommen und das war es so im groben Ganzen. Dann schauen wir mal. Also hier, man sieht oben links über unserer Gesundheitsbalken links, da hier diese vier Frozen Flames. Ich denke, dass die immer für Skill da sind. Ich weiß nur nicht, wie wir das machen. Ich denke mal, wir gehen heute mal ein bisschen erkundigen. Wir haben unsere schöne Keule. Wir haben eine Axt, wir haben eine Picke, wir haben was zum Mümmeln. Was soll großartig schon schief gehen, nicht? Mal gucken, wir waren letztens auf dem Feld, das Feld war aber noch ein bisschen zu heavy für uns. Da gab es noch irgendwas zu freischalten, einen komischen Obelisken. Da war aber auch noch ein regulärer Weg. Lass uns mal den regulären Weg da entlang gehen, mal gucken, wo uns der so hinführt. Ja, die komische Friedenstaube, die einem alles erklärt, ist auch wieder da. Aber diesmal haben wir eine Waffe. Sonst sagst du immer, wir sollen ohne Waffe nicht weitergehen. Ja, get a weapon before you proceed. Hol dir eine Waffe, bevor du fortfährst. Ja, die haben wir mittlerweile. Kein Problem. Ich will mal gucken, was da hinten bei der Lichtsäule ist. Schauen wir mal. Blocken, gut. Schlagen. Gut, was ist denn hier der grüne Balken unter uns? Was ist denn das? Ausdauer oder so? Kann das sein? Aber dann, was ist denn der blaue Balken unter unserer Gesundheitsanzeige? I don't know. Da haben wir irgendwelche Jockels rumrennen. Die ist noch eine Friedenstaube. Was willst du jetzt von uns? A long time ago, this was a... Ja, das haben wir jetzt mal schon gelesen. Das war die Ruine. Du hast dich gebufft. Wieso hast du dich gebufft? Womit hast du dich gebufft? Warum hast du dich gebufft? Und tut uns jetzt was Böses. So, hast du Loot für uns? Nee. Du hast aber einen Bogenschützen für uns. Ich mach mal out of sight hier. Komm mal rum hier. Hab ich dich. Könntest du den auch hauen? Wäre jetzt super sweet. Gut. Kampfanimationen sind okay. Der hat auch Loot dabei. Take. 4 Didgeridoo-Münzen, Super Glue. Oder so. Da, wir müssen theoretisch nur die Treppe hoch. Was ist das hier für ein... Achso, das war so ein Teleporter oder sowas, oder? Ich hatte mal schon mal aktiviert. Und was war das mit dich? Das ist auch eine Friedenstaube. Mal gucken, sag mal was. Okay. Dieser Altar ist eine Ressource für Wissen für jeden Glauben, jede Richtung oder so. Pray. Oh. Das sieht doch nach einem Skillbaum aus. Was ist das? Ranger Ancestry. Sorcerer. Nase jetzt ein wenig zu, sorry. Und Warrior. Wenn, dann gehe ich auf Warrior. Und sind das Sachen, die wir freischalten können? Required Warrior 1. Das braucht irgendeine Flamme, glaube ich. Warte mal, haben wir solche nicht in unserer Tasche? Requires Warrior 1. Muss ich da erst was freischalten? Upgraden. Ach, das sind die Flammen, Frozen Flames. Gives abilities to use swords, great swords and great axes. Also Schwerter, Großschwerter und Großäxte. Ja, das klingt doch mal, als wenn ich da Spaß dran hätte. Das machen wir und jetzt ist hier jede Menge freigeschaltet. Die Dinger sind jetzt frei. Und da könnte ich jetzt auch was freischalten. Was ist das? Demoralizing Cry. Reduces attack power to all enemies around the warrior by 50%. Okay, cooldown 10 seconds. Z to apply. Z ist eine Scheißtaste dafür. X to apply. C to apply. Also theoretisch kann man die alle drei benutzen. Die kosten aber auch noch zu viel. Was bist du? Deals 120 Earth Damage to all enemies around the warrior. Ein AOE. Earth Stomp. Ziemlich Krieger-like. Warrior's Call. Das erinnert mich irgendwie an WoW hier. Die drei Sachen. Taunt. Enemies around the warrior to attack him. Cooldown 6 Sekunden. 6 Seconds. Dann musst du schon im Englischen bleiben.
das sieht aus, als wenn der Warrior die Tankposition einnehmen kann, wie so standardspielmäßig. Was haben wir hier? Mithras Grace gives Magic Shield if your health would go below 10%. Das klingt gar nicht mal so verkehrt. Und noch ein Punkt über. Fencer increases critical hit chances of swords, great swords and great axes when combat energy bar is filled. Was ist die Combat Energy Bar? Ist das grüne oder das blaue? Nichtsdestotrotz, aktuell nutzt man keinen von den Waffen, wir nutzen eine Keule. Slows down, breakdown of all weapons. Solid Blades. Das klingt auch interessant. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Schild. So, bitteschön. Kann man dreimal aufwerten, also insgesamt dreimal lernen. Nächste kostet uns 3. Okay. Interessant. Reset Abilities, das scheint nichts zu kosten. Interessant, interessant. Alles interessant. Ich denke mal, die Dinger hier entsprechen denen hier, die Felder. Kann das sein? Ich sehe da nichts. Nochmal close. Alright. Und haben wir jetzt was Neues irgendwo? Ne, das Schildding müsste ja automatisch dann triggern, wa? Irgendwo unter 10% fallen. Ich denke mal, die blaue Leiste wird wohl die Action Stamina Leiste sein. Und das grüne, unsere tatsächliche. Okay, ist eine friedliche Kreatur da oben. Und der grüne ist unsere tatsächliche Ausdauer für in dem Kampfverhalten selber. Gehe ich mal davon aus. Was bist du? Du siehst ekelhaft aus. Talk. Okay. Look at this. A body showed up with arms and legs. Better to take care of them. No way days. Having all limbs attached is a luxury here. Okay, kannst du weiter talken? Ja. Heading for the portal at the top of the hill? I hate to ruin your day even more, but it doesn't work, kiddo. Bin kein Kiddo. Do you mind if you call that kiddo? Yeah, I do mind. How cool does that sound? Horrible. You're new to the Cradle of Creeps, aren't ya? Jo. If you want to go to Kronos... Was ist Kronos? Erstmal davon hören. You need 4 cursed masks. Where to look for them? Oh, I can give you one for free. Ach, das war das. As for others, try to find the idols. Hihihi. Okay. Und Trade, was hast du im Angebot? Ziemlich teure Sachen, gehe ich mal von aus. Können wir uns alles nicht leisten. Stone Sword Blueprints. Stone Great Wooden. Alles Blueprints hier. Bone Mask und Ancient Great Sword. Ey, requires Warrior Level 20. Oder Warrior 20, was auch immer Warrior 20 ist. Ich gehe mal auf, dass er Level 20 ist. Und würde es 300 Coins kosten. Hier fehlen uns glatt noch so um die 30 Coins. Na, tolle Bolle. Okay, hier haben wir also irgendwann mal Drachen getroffen. Gut zu wissen. Gibt es hier sonst noch Gegner? Da kleben Leutchen vor den Säulen. Use. 1 von 10. Also dir konnte ich dir jetzt die Maske verpassen. Ah, da müssen wir hier so tokentechnisch die Masken reinpacken, wenn wir sie denn dann gefunden haben. Das ist ein Archer-Readings. Mask of the Skull Hunter brauchen wir also noch. Wo auch immer wir die kriegen. A Mask of the Smoldering Warlock. Und Mask of Furious Grunt. Okay, ja, ich besorge die mal eben. Activate. Danach kann ich das aktivieren. Dann haben wir das Portal nach. Ich denke mal nach Kronos. Der hat von Kronos gelabert, dann wird das wohl da sein. Ja, aber das ist, wie ich das beim letzten Mal schon fast dachte. Das sieht hier ziemlich linear aus, was das ein bisschen komisch macht, dass man sich irgendwo eine Basis hinstellen kann. Sieht aus wie so ein lineares Level-Design. Wenn man von einer Realm zur anderen geht, wissen wir nicht. I don't know. Sieht nicht nach Open World aus. Okay. There's no dragon left in Arcana, only mad beasts. Okay, das ist eine sehr interessante Info, die mir absolut nicht weiterhilft. Da ist noch ein Tempel. Mit Zeugs drin. Mit so einem Leuchteding. Na, oder Leuchtegestein. Irgendwann ist da blau leuchtend drin. Ich bin jetzt Warrior, ich habe eine Waffe. Das können wir jucken lassen. Was ist das? Reach. F-
From Notes of the Helpless Pilgrim. Helpless. Helpless wahrscheinlich. Ripped off all my hands. Spikes seems to be left in every place. Imaginable and unimaginable. It hurts me to sit down. And the most disgusting thing, I never managed to remove these tickets. I stabbed, chopped, cut, prayed, nothing had. But there is something interesting in this dungeon, isn't there? Hornherd offered me to torch me a torch for some reason. He is completely out of his mind. What should I do with it? Ein sehr dezenter Hinweis, dass wir von diesem Hornherd irgendwie eine Fackel brauchen. Wer ist denn der Hornherd? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Tust du Aua? Nee, aber du leuchtest jetzt grün. Okay, du tust wohl Aua. Ich probiere mal. Ich mache den mal nach. Ich mache mal mit der Axt drauf. Mach 0 Damage. Dann müssen wir also diesen komischen Hornherd finden. Wer war denn Hornherd? Können wir das auf der Map sehen, wer Hornherd ist? Was ist du da? Portal of Sanctuary. Okay, ist das hier und das hier ist dann wenig Infos dazu. Was sind die Dinger? Kann das sein, dass die anderen drei Masken sind bei den Dingern? Lass uns das mal markieren hier. So. Gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Das wäre die Richtung, die Säule irgendwo, alles klar. Lass uns mal ein bisschen Fleisch mimmeln. Achso, ich kann gar nicht mit dem Mausrad auf das wechseln. Gut, dann machen wir das. Gibt uns einen kleinen extra Bonus. Sweet. Ressourcen sammeln wir ja heute erstmal nicht ein. Unsere Gesundheit ist voll mit unserem lecker Zeugs, was wir uns da zusammengebrutzelt haben. Das war auch der Grundgedanke dahinter. Da gibt es neue Kreatur. Ne, gibt keine neue Kreatur. Solche Schweinchen haben wir schon mal gesehen. Aber diesmal habe ich eine Keule. Hier gibt's Beulekeule. Ja, das geht schon wesentlich besser als beim letzten Mal, als wir noch keine Waffen hatten. Aber du bist schon wieder nicht alleine. Und unsere Keule ist nur noch bei 60%. Mal gucken, haben wir aber letztes Mal schon was repariert? Ich glaube nicht. Okay, gib hier. Achso, ich kann gedrückt halten. Da muss ich immer noch einstellen. Hier, mach alles hier. Take. Noch mehr Loot. Warte mal, geh da noch mal raus. Da war Loot All Option. Mach mal hier die Loot All Option. Das geht doch wesentlich schneller. E gedrückt halten. Alles klar, easy peasy. Und da haben wir jetzt dann schon das Leuchte-Ding, wo wir gerade drauf zugesteuert sind. Was wir markiert haben. Schauen wir uns das mal an. Ich denke, ich bin ja gerade von der falschen Seite rangekommen. Kann das? Das sieht nach einer Treppe oder sowas aus. Hier, so eine Art. Was ist mit euch? Kann man euch öffnen? Ihr seid jetzt grün markiert, ich kann euch zerschlagen. Dann habe ich Tin Bones. Hier ist aber wieder kein Loot All. Ich kann trotzdem E gedrückt halten dafür. Okay. Habe ich jetzt Schaden bekommen oder war das der Krug, der Schaden gekriegt hat? Oh, du bist ein Gegner-Krug. Interessant. Und hier haben wir wieder ein Loot All. Alles klar, Bones und irgendeinen komischen blauen Stein. Da sind auch mehr Krügel und die können wir uns gleich erstmal nach da oben gehen. Gucken, was das hier mit auf sich hat. Sacrifice fired, fried meat. Fried meat, gefrorenes Fleisch. Kann ich das? Habe ich was? Ne, habe ich nichts. Ich brauche fried meat für dich. Dann kriege ich wahrscheinlich hier einen Bossfight oder sowas. Gehe ich mal von aus. Wo kriegen wir fried meat her? Interessant. Das Spiel hat definitiv meiner Meinung nach Potenzial. Was hat er mit den dicken Kisten auf sich? Das ist die zweite, die wir davon finden und hier kann man nicht interagieren mit euch. Und zerschlagen kann man euch auch nicht. Apropos zerschlagen, bist du... Health Potion. Nice. Du bist kein Gegnerkrug. Hier ist bestimmt noch mindestens ein Gegnerkrug dazwischen, glaube ich. Lass uns mal die Picke nehmen zum Zerschlagen. Nicht, dass wir da die ganze Zeit unsere Keule verunzen. So, ihr wart alles Müll. Das kann man aufheben. Was haben wir hier? Nochmal Coins. Das ist nice. Wir arbeiten uns Richtung Schwert. Langsam, aber stetig. Das ist auch irgendeine Säule auf dem Wasser. Ich weiß noch nicht, wie wir drauf kommen. Das aus dem Intro mit dem Rumfliegen, mit dem Vogel, die Vogelform, die haben wir noch nicht. War das hier schon alles? Okay. Dann gib mir mal die andere Markierung. So, da waren wir. Dann lass uns mal... Ja, was ist denn jetzt am nächsten? Ich glaube, das ist am nächsten, wegen der Brücke da.
Lass uns mal da mal noch eine Markierung setzen. Gucken, was das damit auf sich hat. Das ist der Tempel da. Was der will. Also hier brauchen wir Frozen Flesh Meat. So, gibt es hier einen Brückenwächter oder so? Das sieht aus, als wenn das hinter uns kaputt gehen würde. Dem ist aber nicht so. Ja. Das ist ein neues Viech. Das haben wir doch gerade im Loading-Bildschirm gesehen. Bist du böse? Ich bin auch böse. Hallo Fifi. Kriege ich von dir Frozen Meat? Talk, wir können zu dir reden. Und mit dir handeln. Okay. Ubu-Sattler. Das sage ich auch immer, mir glaubt aber nie jemand. Das ist ein Ubu-Sattler, sagt er. Und Ubu-Sattler hat für uns Fabrikat. Ja, Rohstoffe gibst du. Ivory. Ivory and Ivory. Okay, gut. Ich hätte ja fast einen über den Semmel gezogen hier. Oh, das wird ja auch schon wieder dunkel. Da oben ist auch irgendwas Komisches. Hm. Wo ist die Markierung? Da ist die Markierung. Alright, dann müssen wir hier im Bogen laufen. Seid ihr diesmal liebe Quallen oder böse Quallen? Ich glaube, bei euch soll mal so random, ob ihr lieb oder böse seid. Du siehst aber schon angeschlagen aus. Wegen dem Hoshi da, wa? Hier wird nicht mit dem Bogen geschossen, hier gibt's aufs Maul. Bogen schießen kannst du zu Hause machen. Oh, warte mal, du warst jetzt zu Hause. Wir sind Level 6. Juhu! Haben wir nicht gerade noch Loot fallen lassen? Hm. Ich nehme den Pilz hier mal mit. Ich fühle mich gerade danach. So, da müssen wir ungefähr hin. Also langsam kriege ich hier ein Gefühl für das Spielchen hier. Denke ich mir mal. Und es gefällt mir. Sieht ein bisschen kindergrafisch aus, aber Kampfsystem ist in Ordnung bis jetzt. Bisschen schwer reinzukommen. Ich denke mal, dass es hier eine Demo ist. Die finale Version noch nicht wirklich vernünftiges Tutorial oder so, was noch nicht veröffentlicht ist, was du in dem Demo-Ding hier. Keine Ahnung. Take. E. So. Aber wie gesagt, gib mir einen Apfelbaum. Harvest. Dankeschön. Du bist ein wenig größer, oder? Der Tempel ist ein bisschen größer als der letzte. Waren wir hier nicht schon mal bei dem Tempel? Kommt mir so bekannt vor. Da ist bestimmt auch wieder so eine große Truhe drin. Und es ist ein bisschen, ja, Abenddämmerung, würde ich mal meinen. Weil es schon wieder so ein bisschen diesig hier. Da ist wieder was drin, ne? Ich glaube, das Demo war schon mal waren. Sacrifice Fabrikat. Haben wir welche dabei? Nee. Aber ich glaube, die konnten wir craften. Das war doch mit den Pflanzen abbauen für Fabrikat. Ja, dann sollten wir vielleicht daran arbeiten. Wenn, dann haben wir das Fabrikat zu Hause. Auf Lager. Oder wir müssen unterwegs ein paar Pflanzen aus neben uns zu Hause an der Werkbank ein Fabrikat herstellen. Aber das könnten wir relativ easy machen. Nichtsdestotrotz. Lass uns erstmal hier nochmal oben gucken. Wenn ich hier was erkenne, die Sonne steht gerade richtig fies auf meinem Fenster und dementsprechend noch ein Monitor. Ja, die Kiste haben wir doch schon, glaube ich, schon mal gesehen. Das müsste der Tempel sein, wo wir schon mal gewesen sind. Die können wir auch nicht öffnen. Vielleicht öffnet die sich ja, wenn wir da Zeugs reingelegt haben. Mit anderen Worten, ein Fabrikat. Ich glaube, die bin ich schon mal runtergesprungen, haben wir festgestellt, die hatten, dass wir keinen Fallschaden kriegen, wa? Da ist ein großer Berg im Weg. Oder Hügelchen oder so. Eine Fackel oder sowas habe ich nicht, ne? Nee. Jede Menge Glitzerglabbe-Zeugs hier. Da wohnen wir doch, glaube ich, schon. Ja klar, da ist unsere Hütte schon. Und lass mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Faser passieren irgendwo. Das war direkt hinter unserer Hütte, aber wir lassen wir gefüllt. Ich weiß nicht, ob das schon neu gespawnt ist. Scheint kein Loot gewesen zu sein. Alright. Wenn wir da wenigstens Fabrikat da reinstopfen können, dann wäre ich auch schon relativ mit glücklich. So, mal open hier. Da haben wir unsere Kisten. Haben wir hier Fabrikat drin, ne? Das sieht nicht danach aus, aber ich glaube, die Dinger brauchen wir für, um Fabrikat herzustellen. Da haben wir ein Fabrikat, haben wir. Haben wir hier noch Fabrikat? Hier haben wir noch Fabrikat drin. 3 Stück brauchen wir, 5 haben wir hier drin. Das passt ganz gut. Kann ich an der Werkbank Sachen reparieren? Repair.
Ja, die Keule würde ich gerne reparieren. Uns fehlt dafür Stein. Stein hat man, glaube ich, hier in der Kiste drin. Ne? Bist du Stein? Du bist Stein. Gib mir Stein. So. Repair. And share. Gut. Dann lass mal gucken bei dem Crafting. Da war da noch Altarzeug und so ein Kram. Hier, wie das hier. Meerstein und Crystal Icker. Da brauchen wir 8 Stück von. Das können wir nicht machen. Wir könnten Light Fixture bauen. This will fixture create a cozy atmosphere in the house. And disappear shadows in the corners. Also eine Fackel halt. Also, ja, das haben wir. Rack Rope. Light Apparel for the Torso. Comfortable. Haben wir das Ding schon an? Sehe ich das irgendwo? Wir haben irgendwas an. Ich weiß nur nicht, ob das ist. I? Nee. Inventory ist Tab. Wir haben. Was haben wir denn da an? Bist du. Rack Rope. Rack Rope Torso. Und du bist auch. Ja, das Ding haben wir also schon. Fabrikat brauchen wir dementsprechend nicht mehr herstellen. Wir brauchen hier nur mehr Crystal Ichor und Stone. Haben wir hier noch ein bisschen Crystal Ichor drin gehabt? 1. Das reicht noch nicht. Okay. Wir sind noch nicht großartig überladen. Was ist das hier eigentlich? Medium Flare Essence. This Essence gives Pilgrims a medium amount of Flame. Vielleicht sollten wir das mal nutzen. Bei Flame haben wir jetzt ja festgestellt, ist das Zeugs, womit wir skillen. Ach, Tab. Wo bist du jetzt? Da. Kann ich das usen? Ich kann das usen. Wir haben jetzt hier eine Flame und... Ist das vielleicht die XP-Anzeige, die blaue Linie? Keine Ahnung. Use mal. Ja, das scheint XP zu sein, das blaue da drunter. Alright. Und dich kann ich auch mal usen. Wo packen wir dich hin? Da. Schön. Und jetzt? Coal. Wir müssen Coal dazu packen. Wir haben noch keine Kohle. Vielleicht im Lagerfeuer? Hat sich da Kohle ansammelt im Laufe der Zeit? Open. Hast du Kohle hier drinne? Sieht nicht so aus. Aber ich glaube, wir können wieder Essen kombinieren. Was ist das? Holy Water Vessel. A small wineskin filled with water. It tastes slightly sweet and refreshing. As an ingredient, it gives the effect of carrying more weight. Wir können also mehr Gewicht tragen, wenn wir das irgendwo beim Kochen verwenden. Wo habe ich dich denn her? Keine Ahnung, wo ich dich her habe. Lass uns mal ein bisschen Fleisch mit dem Wasserbeutel kombinieren. Vielleicht kriegen wir dann ja Frozen Flash hin. Guck. Wir haben hier bekommen ein Hearthy Growder, Shoulder. Hearthy Shoulder. Okay. Rich soup with meat and vegetables. The golden broth is so thick and hot that it could warm even a frozen heart. 50 Bonusgesundheit, 5 Gewicht dazu, Blutungsresistenz von 5 und hält 180 Sekunden, denke ich mir mal. Collect. So, dann lass uns mal hier noch einen Pilz kombinieren und Fleisch kombinieren. Guck, kriegen wir da ein neues Rezept. Ich glaube, das hatten wir schon mal, das Rezept. Fleisch und Apfel. Das Rezept hatten wir dann, glaube ich, auch schon mal. Ja, das sieht alles nicht neu aus, aber der Chowder war neu. So, die Sachen haben wir mittlerweile schon rausgefunden. Ich mag das Kochen und mag ich. Das ist eine coole Art und Weise. Einfach mal hier irgendwie was zusammen kombinieren. Sweet. Haben wir die Markierung noch? Die Markierung haben wir noch. Dann lass uns da nochmal hingehen. Jetzt haben wir das Fabrikat ja in der Tasche. Warte, von da sind wir nicht gekommen. Wie sind wir denn? Doch, sind wir wohl, oder? I don't know. Das sieht dunkel aus. Wenn dunkel aussieht, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Aber ich denke mal, hier könnte man eine vernünftige Bredrag-Spielreihe rausmachen, wenn das denn dann demnächst veröffentlicht wird, das Spiel, und nicht allzu teuer ist. Da stand, Fall, mehr oder weniger, im Herbst kommt's raus. Fall 2022 stand da irgendwie sowas. Oder coming soon, in the fall, irgendwie sowas stand da von der Beschreibung her. Dich hat man, glaube ich, auch schon aktiviert, benutzt, oder sowas. Der Lutschstein da, der Kiesel. Wo war denn jetzt hier nochmal der Eingang, Zugang? Hier war er. Wow, eine mega extra Runde. Und jetzt müsste ich hier eigentlich das Fabrikat reinpacken können. So, was passiert nun? Big Mask geleuchtet. Alright. Ich denke mal, wenn wir jetzt hoch zur Kiste gehen, scheint da wird da wohl was Bossmäßiges sein. Oh, hier haben wir schon. Ja, guck mal, jetzt haben wir die Gegner drin. Ja,
keine Schnitte hasse nicht. Looten kann ich trotzdem. Gib mir die Münzen. Sweet. Oh, hier sind wir jetzt auch am Leuchten. Guck mal, wir haben voll die komischen toxische Blutadern haben wir jetzt hier. Na, bin ich mal gespannt. Dann lass uns hier einen grünen Abschluss. Smothering Warlock. Okay, gib mir mal so einen Super-Hamburger hier rein. Wie ich mir dachte, ist ein Bossfight. Ich denke mal, danach geht die Kiste auch auf. Wenn wir den dann besiegen. Oh, sorry, die habe ich fast übersehen. Wir müssen ja auch mitten in der Nacht hier hochgehen und kämpfen. Was machst du dafür, komische Kreise? Loot all. Gib mir was Schönes. Mehr Münzen. Okay, vielleicht kriegen wir ja die 30 Münzen zusammen, die uns da noch gefehlt haben. Was habt ihr irgendwie eine AOE-Attacke von dir? Oh, da ist halt schon was Bossiges zu sein. Oder? Bist du der Boss? Nee, du bist noch nicht der Warlock. Ey, das ist aber ja. So an der Treppe zu kämpfen ist nicht so gut. Lass mal aus dem Boden rausgehen. Ich konnte hier aber noch looten. Loot all. Dankeschön. Irgendwas Neues haben wir da eingesammelt. So, bist du der Boss? Bist du der Obermacker hier? Ja. Okay, du droppst relativ fix. Das ist gut. Wir müssen also nur aus den roten AOE-Bubbeln raus bis jetzt. Mal gucken, ob du sonst noch was drauf hast. Ich habe gerade keine Ausdauer. Lass mich mal ein wenig rumrennen. Das scheint echt der grüne Balken unter uns zu sein, der für unsere Schlagausdauer ist. Okay, dem kann man relativ gut ausweichen. Macht ja auch Sinn, ist ja ziemlich am Anfang noch erst hier, ne? So, du bist down. Und looten kann ich dich auch und ich krieg Fabrikat. Sweet. Hat sich ja schon. Jetzt leuchtest du anders mit Schmetterlingen drumherum und ich kann dich open. Kann ich öffnen. Mask of the Smothering Warlock. Genau dich haben wir gebraucht. Dich können wir dann also schon mal zum Altar bringen. Mehr ist in der großen Megakiste nicht drin. Okay, das ist wenig enttäuschend. So ein klitzeklein bisschen. Wenig. Coole Socke. So, dann würde ich sagen, gehen wir runter jetzt zum Altar, machen da nochmal einen schönen Screenshot für einen Thumbnail. Und dann haben wir es so ziemlich für diese Folge. Ich denke mal, in der nächsten Folge gucken wir mal dafür die Maske da abliefern. So. So, Doppel-Whammy-Whammy-Leuchteuerung und zack. Das wird unser Thumbnail. Sweet. Dann ab nach Tyss. Das müsste jetzt da sein. Das müsste die blaue Kachel auf unserem Kompass sein, wa? Das müsste immer der Weg nach Hause sein, gehe ich mal von aus. Oder der Teleporter in der Nähe. Ich glaube, das ist die Platte, die uns erlaubt, überhaupt zu bauen. Und quasi unser Landclaim-Block. Oder? Kommt das hin? Kommt hin, wa? Wir haben direkt hier um die Ecke stehen. Ja. Das. Ich glaube, du bist auch zum Teleportieren da. Access. Destroy. Warte mal, Access. Nee, er ist Access. So. Achso, das war die Einstellung. Da bin ich schon mal drauf reingefallen. Dammit. Alright. Gut. Dann lass uns hier jetzt wieder die Nacht aufschlagen hier und in die Hütte gehen. Die immer noch nicht fertig ist, aber die funktioniert. Also was wollen wir mehr? Gut. Dann würde ich sagen, sonst haben wir nichts bekommen. Mal lass uns noch mal hier gucken, ob hier irgendwas drin ist, was für uns neu ist. Das ist ein Heiltrank. Da haben wir noch eine Frozen Flame. Ach, du kommst tatsächlich als physisches Item bei uns ins Inventar rein. Okay. Lauft ihr eigentlich ab? Ich hab so einen komischen blauen Balken da drunter. Nicht, dass ihr irgendwie schlecht werdet im Laufe der Zeit. What is that? Flame Seed. This stone contains intense energy and can be grown into a flame core. If placed inside a crucible of flame. Was ist ein Crucible of Flame? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es bestimmt irgendwann herausfinden. Vielleicht bist du irgendwann, was hier ist. Aber man kann es noch nicht sehen. Schade. Da kann man auch noch Schmiedeöfen und so ein Kram. Achso, hier kann man auch Sachen wieder auseinandernehmen. Interessant. Oh, da hätten wir die Achsen so was am Anfang da gar nicht wegschmeißen müssen. Die hätten wir auch einfach dann da auseinandernehmen können, wenn wir die Werkbank gehabt haben. Naja, nur zu spät. Wie gesagt, das war erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und Interesse für das Spiel geweckt. Ich bin auf jeden Fall interessiert, das Spiel mal genauer kennenzulernen, wenn es denn dann ganz offiziell erschienen ist, rausgekommen ist. Na gut, denn wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Und über Kommentare, Likes, Abonnements und so ein Kram würde ich mich natürlich tierisch freuen, wie jeder andere YouTuber natürlich auch. Und ja, dann bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Bis dahin, gibt da Gas. Nee, so geht das nicht. Bis dahin, haut ihr rein, gebt ihr Gas, habt ihr Spaß und auf Wiederwinkel. Tschüss.
So geht der.